Siehste, sag ich doch. Oh nein, sieh, was du getan hast. Zerstöre die Babyspinnen. Welche Babyspinnen? Au, Alter. Erstmal machen wir uns ein Schwert und fliegen dann ganz schnell nach oben. So, warte. Hier. Bums. Das ist mein Starlight. Egal, scheiß auf die Spinnen. Wir hauen ab. Weg mit dem Ding. Oh nein, nicht auf die Prinzessin. Hier. So. Ja, war ein bisschen sinnlos irgendwie. Wie gesagt, war ein bisschen sinnlos. Aber na gut. So, pass mal auf. Wir gehen hier jetzt mal ein bisschen in die Offensive. Mit Sonnenlicht. Aha. Okay. Das war er also. Der Vampir. Wo ist meine Belohnung? Hallo? Hallo? 5 von 5. Achso, wir haben es schon gekriegt. Naja, okay. Tschüss. Bisschen kurios. Naja, kommen wir hier weiter. Sehr schön. Weiter geht's. Ins nächste Level. Majuskelkrotte. Hey, warte mal, hier waren wir doch schon mal. Das ist aber schon ziemlich lange her. Genau, hier war nämlich die Gorgone gewesen. Das ist schon super lange her. Okay, wir reisen über die Weltkarte. Ich glaube, das ist einfacher. Was haben wir denn hier? Die Binnenmajuskel-Oase. Oh, was hätten wir hier? Die Ampersand, der Ampersandstrand. Ah, was haben wir hier? Ah, den Vokalvulkan. Wunderbar. Was ist das? Tilderiff. Komm, da gehen wir zuerst hin. Wir gehen ins Wasser, under the sea sozusagen. Ach, wie geil. Einfach mal eine kleine Abkühlung. Huch. Ein Fahrzeug, das ist mein Rennwagen, glaube ich. Oh. Oh Gott, das arme Tier. Warte mal, dem helfen wir mal zuerst hier. Guck mal her. Ich bin gefangen. Hilf mir aus diesen verlassenen Netzen heraus. Ja, komm. Also das, ich hasse... hallo? Können wir das Netz vielleicht nehmen? Dann, ja, sehr schön. Juhu! Das ist ein Delfin, oder? Ein Schweinswal. Hä? Was? Wieso hat der Haare? Naja. Wieso liegt hier Stroh rum? Nee, warte. Das war was anderes. Können wir das Ding bitte wieder wegschmeißen? Maxwell, hier jetzt schmeiß mal das lange Ding weg. Ach, guck mal, der liebt uns. Oh. Können wir irgendwas zu essen? Können wir denn mit dem reiten hier? Hui! Komm, wir machen das jetzt mit ihm hier. Wir machen es mit ihm. So, hier haben wir einen Flötenfisch. Alter, einen Flötenfisch. Gibt es die wirklich? Gibt es wirklich Flötenfische? Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich kenne mich da nicht so aus. Ich bin nicht sehr gebildet. Ich bin Gamer. Ich kenne nur WoW. Was haben wir hier noch? Ein Knorpelfisch. Aha. Oh, ein Piranha. Die sind böse. Die kenne selbst ich. Ein Anglerfisch. Mein Licht ist zu schwach, um Beute anzulocken. Hilf mir, indem du ein Adjektiv auf mich anwendest. Strahlend. Ja, strahlende, mein Gott. Ein erhellendes Gericht. Super. Ein Regenbogen-Doktorfisch. Und das war der Knorpelfisch. Okay. Hui. Dale, natürlich. Hilfe. Meine Luft wird knapp. Ja, dann verreck doch. Es gibt noch mindestens 50 andere Brüder. Meine Fresse. Das ist unglaublich. Hier. Ja, wenn du es nicht willst, hast du Pech gehabt. Nee, warte. Wahrscheinlich eine Sauerstoffflasche. Sauerstoffflasche. Bitteschön. Super. Ja, wir können jetzt als Maxwells Bruder Dale spielen. Leck mich am Arsch. Ey, kannst du mal bitte aufpassen, du Pedder? Mein Gott. Kleiner Leierfisch. Ha. Was haben wir da noch? Ein Zwergenherzogfisch. Was haben wir denn hier noch? Drei Aufgaben. Zwei haben wir noch, besser gesagt. Wahrscheinlich am Boden, am Meeresgrund. Under the sea. Ein getüpfelter Oktopus. Diese Muschel hat die perfekte Perle für meine Sammlung. Welche denn die da? Gelbe Perle? Mördermuschel. Wie öffnet man denn eine Muschel? Was? Hä? Was ist das für ein Seil? Ach, das ist das Seil, wo wir von den Delfinen befreit haben. Oder besser gesagt, den Schweinsbraten da. Ein Clownfisch. Ein Teil unseres Hauses wurde zerstört. Erst hast du etwas, damit das Riff wieder wächst.
Ich baue einfach mal Korallen. Ich habe keine Ahnung, ob das was hilft. Bitteschön. Vielleicht sollten wir die Koralle riesig machen. So. Nicht? Wie wachsen denn Korallen? Oder wie... Wie macht man das? Wie wachsen Korallen? Ich habe keine Ahnung. Ich brauche einfach mal... Ach, warte mal. Hier, guck mal. Autsch. Oh, Entschuldigung, ich wollte nicht wehtun. Nemo. So. Das hätten wir also. Alter, Alter. Wie das hier am Wuchern ist. Ist ja schlimmer als der Pilz zwischen meinen Beinen. Nee, was? Nein, ich habe keinen Pilz zwischen den Beinen. Tut mir leid. So, leeren. Hier, guck mal. Hey. Du. Bleibst du hier? Meine. Hier, bitteschön. Nein! Hör doch auf! Du sollst es ihm geben. Die Preisperle. Du Level vollständig, super. Und der hässliche Clown hier. Oh, Alter, wie ich die Brüder von Maxwell hasse, ne? Das ist ohne Wort. So, kommen wir hier wieder nach oben. Ja, tschüss, kleiner Delfinmann. Schade. So, wir sind gestrandet. Und zwar an einem Strand. Ach, ich? Level kein Schön. Oh, guck mal hier, ein Professor. Der hat die Ahnung. Reiten wir immer noch auf dem Delfin? Also auf dem Schweinswal natürlich, aber hier wird er nicht hier. Warte mal, wir müssen mal ganz kurz, den müssen wir wieder aussetzen. Warte mal. Ist hier Wasser? Ah, sehr schön. Pass mal auf, kleiner Mann. So. Tier verwenden? Wofür? Oh, Entschuldigung. So. Tschüss. Ist aber ein bisschen... Na, na doch, das ist tief genug für ihn. Das ist vollkommen in Ordnung. Mach's gut, kleiner Mann. Aber nicht folgen, ne? Das ist nicht gut. So, wer haben wir denn da? Eine Matrose. Besser gesagt, eine Matrosin. Ich kann das Festland nicht ohne etwas verlassen, das mir auf meinem Abenteuer Glück bringt. Was ist denn ein Glücksbringer? Vielleicht ein... Was haben wir denn? Vielleicht hier wie ein Anker. Ein Anker. Ein Angel. Vielleicht ein bisschen kleiner. Können wir den winzig machen? So. Warte, 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 warte. Hier. Nicht? Okay. Ich hätte jetzt gedacht, das hilft. Ich meine, na gut, dann machen wir mal einen Glücksbringer. Kleiner Gegenstand, Fell. Natürlich ein kleiner Gegenstand. Hier. Aber fahr bitte mein Delfin nicht platt, ja? Danke. Ich sag einfach, dass es ein Delfin ist. Es ist wahrscheinlich keiner. Schlafender Rettungsschwimmer. Wunderbar. Der hilft bestimmt gut, wenn du in Not bist. Ein Yachtclub. Sieht sehr luxuriös aus. Junge. Ich brauche heute was, um meine Sandburg zu bauen. Wie wär's mit Schlamm? Warte. Ein bisschen Schlamm hat noch nie geschadet. Guck mal. Nicht? Okay, warte, was hat man denn? Eine Fahne. Wie wär's denn mit einer Fahne? Hier. Hallo, eine Fahne auf deiner Burg. Das ist doch das Geilste, was es gibt. Ist das hier unten seine Sandburg? Gut. Geben wir ihm mal eine Schippe. Hier. Das klappt natürlich. Ja, okay. Burgen aus Sand. Wunderbar. So, was habt ihr denn? Volleyballspielerin. Hilf uns, ein neues Spiel zu machen. Gib uns etwas anderes. Lass wir über das Netz werfen. Vielleicht einen Kopf. Hey, es funktioniert sogar. Alter, voll im Punk. Das funktioniert sogar, ich glaub's nicht. So, was will er? Reality TV Herausforderung. Wir brauchen noch einen Teilnehmer für unsere Reality TV Show. Mitten im Sand. Bald auf RTL. Sand. Okay. Ein Archnologe. Ein Arachnologe. Ist das einer, der mit Spinnen zu tun hat? Arachnophobie? Gibt's doch auch oder so? Arachnophobie? Keine Ahnung. Gibt's auch so einen Film. Hab ich nie geguckt. Fand ich immer ekelhaft. So. Ich brauche einen Strandkörper, um die Frauen zu beeindrucken. Können wir David Hasselhoff bauen? Ich glaube nicht. Aber wir könnten einen Hamburger bauen. Aber das wird wahrscheinlich auch nichts bringen. Einen Körper. Wie wär's denn mit einem Bodybuilder? Alle Frauen oder alle Klischeefrauen stehen auf einen
jetzt wäre es noch ganz gut, wenn wir sie vielleicht auch männlich hätten. Geht, geht das? Vielen Dank, vielen Dank. Hallo, hallo. Alter. Einen Strandkörper. Was meint er denn mit Strandkörper? Soll ich dem jetzt einen Strandkörper bauen? Was ist denn ein Strandkörper, mein Gott? Strandeimer, Strandhafer. Strandhafer, was ist das denn? Guck mal hier. Strandhafer. Ist das genug für dich? Auch nicht. Ach, er will den Strandkörper haben. Verdammt. Warte. Durchtrainiert. Geht das? Ja, das geht. Aha. Aha. Na? Vielleicht noch eine Badehose. Moment. Hier. Jetzt zieh die scheiß Badehose an, du Penner. Alter. Durchtrainierte Arschnologen. Was willst du denn noch von mir? Du bist doch schon durchtrainiert. Vielleicht muskulös. Na, verdammt. Muskulös. Maskulin? Nee, maskulin nicht. Nicht maskulin, Mann. Muskulös. Alter. Maskulös, was? Muskulöse. Nee. Das klappt nicht. Könnten wir den Penner denn noch machen, dass er bei der Alten da gut ankommt? Ja, durchtrainiert ist eigentlich schon das Maximum, was mir jetzt gerade einfällt. Ja, braun gebrannt geht schlecht, ich meine. Er ist schon braun. Was können wir denn noch machen? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Standkörper. Vielleicht hübsch. Wie wär's denn mit hübsch? Einfach so. Hübsche. Ah, wunderschön. Du bist eine Prinzessin, mein Freund. Nee, das hilft auch alles nichts. Ich brauche einen Strandkörper, um die Frauen zu beeindrucken. Meint er vielleicht ein Skate? Nee, kein. Hier so ein Surfer, wie nennt man das? Hier. Nee. Ein Surfbrett. Hier, Surfbrett. Damit rennen die doch immer am Strand lang, mein Gott. Bei Baywatch und so. Das klappt alles nichts. Das klappt alles nichts. Ist nichts gut. Ist nichts gut. Geh da runter. Jetzt schmeißen wir mal alles in die Mülltonne. Das hat alles gar keinen Sinn. Das kriegt er hier auf. Guck mal. Oh, ist er nicht süß? Mit seinem Schnurrbart. So. Ja, hier Surferin. Guck mal. Was will sie hier? Sonnenbadende. Okay. Haben wir hier unten noch irgendwas? Nein. Falsche Taste. Hier wollte ich hin. Ja, wir haben ihn. Wir haben ihn. Wen haben wir denn da oben noch? Schauen wir mal an. Hallo, Herr Professor. Was tun Sie hier? Jurassic Park? Ich muss meinen Satelliten in die Umlaufbahn bekommen. Wie wär's mit einer Rakete? Ein Raumschiff. Bitteschön. Wissenschaft wird gemacht. Alter, jetzt baut er hier so ein fettes Wissenschaftszentrum hin. Was zum Glück... Oh, geil, guck mal. Was zum Glück überhaupt nicht umweltschädlich oder so ist. Die Möwe will auch nichts von uns wissen. Ah ja, okay. Tiny, oh Mann. Alter, ich habe keinen Bock mehr auf die ganzen Brüder. Muss das denn sein? Das ist doch... Mann, ey. Gib mir etwas für einen entspannenden Tag am Strand. Juhai. Vielleicht eine Sonnenbrille. Ah, hier. Jetzt verpiss dich. Diese Brüder, ne? Diese Familie. Das ist... Naja. Jemand Qualifiziertes sollte mit dem Hängegleiter fliegen. Wie wär's denn mit Jason Brody aus Far Cry? Der kann das. Hat er schon öfter gezeigt. Vielleicht ein Paragleiter. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig schreibe. Ich hoffe es. Ach, das ist nur so ein Ding. Nee, wohl nicht. Oh. Entschuldigung. Jemand Qualifiziertes. Vielleicht ein Pilot. Übertreiben wir doch mal wieder ein bisschen. Hier. Hangten. Ich liebe es zu übertreiben in diesem Spiel. Ich weiß auch nicht. Okay, was haben wir denn noch? Eine Aufgabe steht noch aus. Ich erinnere mich, hier drüben gab es, glaube ich, noch eine Insel. Guck mal da. Ein Surfer. So, was will der? Moment. So. Hilfe! Ich kann nicht schwimmen. Und der Rettungsschwimmer schläft. Guck mal, hier ist doch ein Delfin. Nimm den doch.
Ah, mein Gott, hier. Rettungsschwimmer in Dienst. So, ich pack das mal wieder weg. Nicht, dass das unserem Delfin noch irgendwie zum Verhängnis wird.